Ich habe letztens mal über den Sinn von Dingen geredet. Also, dass alles zusammenhängt, dass quasi alles nur freischwirrende Atome sind, die einen dichter beisammen, die anderen weiter auseinander, aber alles beeinflusst alles. Deshalb hat alles einen Sinn, weil alles zusammenhängt sozusagen. Es ist alles ein großes Ganzes, es gibt keine Getrenntheit. Und was ich aber nicht gesagt habe, worauf ich auch nicht eingegangen bin, ist der Sinn von dem Leben, der Sinn von allem quasi. Was ist der Sinn des Lebens sozusagen? Und das ist eine sehr spirituelle Frage. Da muss man sehr spirituell werden sozusagen. Und meiner Meinung nach, oder ich finde es eine gute Erklärung, und zwar gibt es die universelle Intelligenz. Die Intelligenz, die all das erschafft. Die unser Herz zum Schlagen bringt, die unsere Zellen so angeordnet hat, dass wir ein komplexes Lebewesen werden können. Die Evolution hervorgebracht hat. Das ist eine universelle Intelligenz, quasi das Göttliche, die göttliche Essenz, kann man so sagen. Und diese göttliche Essenz drückt sich durch uns aus. Das heißt, diese universelle Intelligenz wird sich seiner selbst bewusst, dadurch, dass wir ihr Bewusstheit geben. Alle Tiere, alle Bäume sind ein Ausdruck von Bewusstheit. Das heißt, diese Intelligenz wird sich durch uns ihrer selbst bewusst. Ist ein bisschen tricky, aber ich finde es eine super Erklärung und eine super Theorie, die ein bisschen sich an den Sinn des Lebens annähert, sozusagen. Und wenn wir das erkennen, dass wir einfach das Göttliche sind, dass wir das Universelle sind, der Ausdruck einer universellen Intelligenz. Und wir sind nicht getrennt, wir sind zusammen einfach ein gemeinsamer Ausdruck einer schöpferischen Intelligenz und gestalten und kreieren in dieser Welt als Ausdruck von diesem universellen Etwas. Und das ist sehr göttlich, sehr spirituell, ich weiß, aber wenn man sich fragt, was der Sinn des Lebens ist, dann kommt man zwangsweise in diese Sphären hoch und muss ein bisschen spiritueller werden, weil mit dem Verstand und mit logischen Dingen ist sowas überhaupt nicht zu erklären. Das ist ein kleiner Denkanstoß. Und natürlich ist es keine klare Formulierung von irgendwas, aber das kann man bei diesem Thema auch überhaupt nicht. Das soll einfach ein Denkanstoß sein, um so ein bisschen das Gefühl zu bekommen, okay, ich verstehe etwas, ohne es zu durchdenken. Ich verstehe tief in meinem Herzen oder tief in meinem Körper, kommt ein Gefühl des Verständnisses hoch. So ein Aha-Effekt, ohne dass der Kopf eingeschaltet wird. Und wenn das passiert, auch wenn es nur ganz, ganz leicht passiert, dann merkt man, dass es etwas ist, was für einen selbst eine gewisse Wahrheit beinhaltet. Und nach dieser Wahrheit sollte man im Leben suchen. Das ist das, was einem den Drive gibt, was einen weitermachen lässt, was einen, hier geht's, eine fette Felsspalte, was einen dann quasi motiviert, was einen den Drive gibt, den Spirit gibt und was einen das Leben letztendlich auch genießen lässt und was einen das Leben nicht so schwer nehmen lässt, wie es viele Leute tun. Bis zum nächsten Video. Ciao.